Eintauchen in andere Epochen. Burlesque-Tanz ist für Tronicat Lamietz aus Hannover Leidenschaft und Berufung. Gern auch ganz klassisch. Erotisch immer, aber nie ganz nackt. Dieses Kostüm ist angelehnt an die Hochzeit des Burlesque, amerikanischer Glamour der 40er Jahre. Korsetts gehören ganz oft dazu, weil sie eben eine Illusion bieten und den Körper definieren und außerdem eine sehr schöne Art und Weise sind, noch ein bisschen mehr Verzierung auf den Körper zu bringen, wie man in diesem Fall auch schön sehen kann. Die Sinnlichkeit ist für mich sehr wichtig. Also im besten Falle gehen die Menschen nach Hause und haben ein Bild im Kopf. Im allerbesten Fall gehe ich auf die Bühne und habe einen Liebesakt mit all den Menschen, die im Publikum sitzen. Insofern ist es schon wichtig. Und Burlesque ist auch historisch gesehen der Vorläufer des heutigen Striptease und ist insofern schon dazu da gewesen, auch damals in den 40er und 50er Jahren und auch davor und auch danach, Bilder in den Köpfen der Menschen auszulösen, die sie anregen und die sie sich mit nach Hause nehmen, was sie auch immer damit machen. Das ist dann aber Erwachsenenunterhaltung. Tronicat Lamietz gilt mittlerweile als eine der erfolgreichsten Burlesque-Darstellerinnen Europas. Für sich entdeckt hat sie die Kunst 2005, als sie Kostümdesign studiert. Zentrales Thema, die Zeit. Also das Spiel mit den Epochen, mit den unterschiedlichen Epochen, ist für mich immer schon wichtig gewesen. Interessanterweise auch schon bevor ich mein Studium begonnen habe, weil ich damals schon ein großes Interesse an unterschiedlichen Kulturepochen oder Modeepochen auch hatte und mir das aber noch nicht so bewusst war. Mit meinem Eintritt in die Burlesque-Welt habe ich ein Ventil gefunden, in dem ich damit arbeiten kann und wo ich mich ausleben kann. Vor allem bei den Kostümen, die schneidert sie nämlich selbst. Ihre Kunst interpretiert sie ganz frei. Bei dieser Halloween-Show auf der Hamburger Reeperbahn zum Beispiel bricht sie mit dem klassischen Burlesque, bedient sich stilistisch und musikalisch aus anderen Epochen. Die Show ist progressiver und provokanter. Das ist ihr Spiel mit der Zeit und aus der Moderne reist sie auch immer wieder gerne zurück zum klassischen Burlesque.